Willkommen zur 9. Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe hier kürzlich meinen ersten Nachbarn hier, die, was waren das eigentlich, Laser Council umgeschossen, habe der die Planeten von ihm übernommen. Und naja, gut, da hat sich jetzt natürlich dann auch eine Separatisten-Gruppierung ja gegründet. Die haben auch noch ziemlich gut Zulauf. Das wird sicher auch noch eine ganze Weile gehen. Einfach weil ja der Eroberungsmalus noch da reinhaut und unsere, soll ich sagen, Eigenschaften und Vorlieben regierungsseitig und so weiter alle irgendwie auch noch reichlich abweichen. Aber ich hoffe, es wird die Sache trotzdem überstehen. Immerhin, sie sind denn doch schon ganz gut halbwegs hier im Plus. Also Mineral und an der Stelle dann Energie. Da kommt schon ein bisschen was rüber. Das habe ich mir eingestellt. 50%, ja, das werde ich auch erstmal noch so lassen. Da muss auf jeden Fall noch weiter auf die Beine kommen. Hier ist noch ein Kolonieschiff im Bau. Da werde ich dann hier bei Hiswam die neue Kolonie gründen. Und ich denke, die stecke ich dann hier auch direkt in den Sektor rein. Mal gucken, was die AI da, oder naja, doch. Die KI aus der, die Sektor-KI da draus macht, da bin ich dann selbst mal ein bisschen gespannt. Das wird ja dann zumindest mal einer sein, wo die Rebellion dann nicht ganz so groß ist. Vielleicht hilft das ja auch, um den Sektor ein bisschen weiter auf die Beine zu bringen. Tja, ansonsten habe ich noch zwei, drei weitere Aufgaben. Das erste ist sicherlich die Forschung mal jetzt hier langsam ein bisschen hochzukriegen. Hier sind ja wirklich noch eine ganze Reihe noch an Forschungsstationen verfügbar. Ich denke, mit Mathe sollte ich mich da vor allem eben hier auf die blauen, also sprich die Physik, Forschung und die Sachen ja, stürzen, weil da hänge ich doch noch arg zurück. Und ja, ja gut, die anderen sollte ich aber auch nicht vernachlässigen. Die gelben, also hier Ingenieursforschung ist definitiv auch sehr wichtig. Ja, einfach, damit ich da hier auch die geschmiedeten Panzerplatten dann mal erforschen kann. Das werde ich dann machen, nachdem hier die Antimaterie-Raketen durch sind. Tja, aber damit ich das natürlich alles bauen kann, muss ich definitiv mich mehr um meine Energie kümmern. Da bin ich doch arg, naja, wobei es geht jetzt noch mit minus 2, aber wenn dann hier erst das Forschungsschiff rausgepurzelt ist, dann geht es ja erstmal noch weiter runter. Also da muss ich sicherlich noch ein bisschen umbauen. Abacus hier. Ist das so? Abassus, so rum. ist ja mineralarm, das wollte ich ja ohnehin zu meinem Energieplaneten machen. Die Frage hier ist natürlich, der ist momentan hier mit neuen Nahrungen, das ist natürlich wirklich enorm. Gut, ich habe es ja so gewollt, damit das Wachstum hier mal ein bisschen besser in die Puschen kommt. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier gerade doch so schlecht dastehe mit der Energie, sollte ich das vielleicht doch ein bisschen umbauen, dann habe ich eben hier nur noch plus 5. Hilft ja nichts. Und dass das da besser wird. Die Frage ist, ob ich den dann hier erstmal in Nahrung packe oder vielleicht auch noch in Energie. Dauert natürlich ein bisschen, bis der hier hochgekommen ist. Weiß ich nicht. Ja, Wachstum denn ist vielleicht dann doch auch noch ganz okay. Naja, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. So schnell wird das hier nicht gehen, dass da Ergebnisse kommen. Vom Energiegeschichten, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Auf der Erde sollte ich natürlich definitiv hier wieder die Netzüberlastung reinpacken. Das ist ja doch einiges, ja, zumindest zwei, drei sind es schon, so viel ist es jetzt auch noch nicht. Ich glaube, hier brauche ich es nicht unbedingt. Da hatte ich es mal aktiviert, aber so viel ist das ja nicht. Das sieht man ja hier. Schimmelzwirt brauche ich es dann auch nicht. Aber hier Abacus, da sollte ich es dann eben wirklich an der Stelle durchziehen. Ja, überhaupt auch hier nochmal geschaut, was haben wir denn hier noch so alles am Werk? Hier muss natürlich dann Forschung hin. Jetzt steht es hier eigentlich halbwegs wieder gut und hier auch. Gib mir mal kurz hier die den Blockerbauer, der ist auch schon direkt da. Nehmen wir den mal hier raus jetzt. Muss mir ja gerade leisten. Haben wir hier auch noch Block wegzumachen? Ja, hier und hier. Okay, dann nehmen wir den jetzt dann mal hier hin. So, ich nehme mal an, der braucht ein bisschen, ja. So ist es auch. Na gut, wenn wir dann gleich mal hingucken, haben wir noch ein paar andere Sachen vorzuplanen. Ja, das Problem, worunter ich auch noch weiter hier so ein bisschen leide, ist die wenigen kontinentalen Welten, die ich ja auch besiedeln kann. Trotz aller Außenposten und sonstigen Ausdehnungen, was ich da bisher gefunden habe, ist entweder irgendwie
Bisschen traurig, weil dann doch irgendwie kleine Dinger. Hier ist ein Zehnerplanet, hier ist ein Elfer, naja, das geht ja fast noch, aber doll ist natürlich jetzt auch nicht. Ich muss ja bedenken, dass eben mit dem Patch eben so ein Planet auch gleich mal die Forschung ordentlich erhöht und ich denke, da ist es dann schon wichtig, dass der dann auch einen vernünftigen Forschungsbeitrag bringt, entweder selbst oder durch eben Forschungsstationen, die durch ihn verfügbar sind oder werden. Naja, ich habe hier dann auch noch, da wäre ein 16er Planet, hier wäre ein 22er Planet, beide kontinental, aber beide mit einer Steinzeit-Zivilisation belegt. Ich das gesehen habe, da habe ich auch hier, ja, mich nicht so sehr gefreut, sagen wir mal. Naja, nicht zu ändern. Und insofern wird es hier weitergehen, mit Außenposten spammen, um das Gebiet abzusichern, hilft ja nichts. Hier ist schon einer im Bau in Hixaros, der nächste ist dann geplant in ONAP. Ist das System hier schon erforscht? Ja, da bin ich dran, aber da ist auch schon der nächste hier dran. Der baut Hixaros. Ich plane ihn dann gleich mehr hier ein und ich würde sagen, ich brauche dann definitiv auch mal noch hier ein zweites Konstruktionsschiff, sonst wird das hier auch nicht aufgehen. Da sind doch zu viele Sachen offen. Ich habe ja gerade gesagt, eben auch hier die ganzen Forschungsstationen, die ich bauen muss. Wie sieht es denn eigentlich aus? Bergbau ist jetzt gerade erstmal nicht weiter. Das Tunnelnetzwerk habe ich ja auch noch. Karte verfolgen. Ach, das war dabei ja dran. Naja, gut. Schauen wir mal. So, hier mache ich ja dann auch noch, dass ich den, wie sieht's denn mit ihm hier aus? Ach, der hat noch nicht mal den Raumhafen. Na, dann werde ich den hier auch gleich mal reinpacken. Hilft ja nichts. Muss sein. So. Der Blocker, ist er denn da? Ja, jetzt ist er hier. Der Blocker-Bastler. Tja, naja, gut. Bisschen muss ich jetzt warten, weil ich das, die ganzen Mineralien auf den Kopf gehauen. Also, hier die zwei Felder mit, ja, schon Boni drauf. Die sollte ich natürlich auf jeden Fall freiräumen. So, dann ist der dann soweit. Haben wir denn hier? Naja, die werde ich hier, na gut, dann. Ach so. Nee, Moment. Ach so, da ist ja Planetarbauer. Okay. Das Messer hat auch wieder was gefunden. Warte mal kurz. Haben wir denn hier irgendwelche wichtigen Dinge zu bauen? Der sollte natürlich weg. Also ich meine, die rund um den Außenposten. Aber ansonsten, da sind die, naja, der muss vor allem dann wachsen, ne? Also ich sag mal so, wenn der Bewohner gewachsen ist, dann würde ich definitiv natürlich das andere, das nächste Energiefeld belegen und ja, die ja eigentlich ja auch. Und nochmal eine Nahrung wäre auch okay. Ach je, eigentlich kann man so viel gebrauchen. Aber andererseits kurzfristig muss ich ja eigentlich nichts bauen. Ich werde den mal kurz hier rüberziehen. Die müssen erst weggemacht werden. Vorher geht da auch nichts. Der kann ja dann fast darüber, ja. So, und hier. Da fehlt dann das Geld oder die Mineralien. Den könnte ich jetzt aufrüsten. Na gut, dann komm mal her. Geh da mal rein. Muss ich irgendwo mal die 280 zusammensammeln hier. Tja, ich hoffe, dass ich das hier schaffe, die Dinger rechtzeitig aufzustellen, dass die denn da auch sauber blocken, bevor der hier näher kommt. So, und ansonsten, ja, warte mal noch was, was mir auch noch aufgefallen ist. Hier ist ja so ein Bündnis, Jax und Dabulan, das sind diese zwei hier, die sind ja doch eine ganze Ecke weg. Und das Schöne ist, die mögen mich doch potenziell sehr, weil sie eben auch fanatisch spiritualistisch sind. Ich werde denen mal beiden eine Botschaft geben. So, und ich denke, Handelsabkommen werde ich auch abschließen. Wird vielleicht doch wirklich auch Mineral gegen Energie tauschen. Ich habe ja doch eine ganze Menge noch. Ja, durchaus eben auch Bergbaustation. Also wenn ich hier Mineral gegen Energie 1 zu 1 tausche, für die eine Energie kann ich denn doch eigentlich einiges aufstellen an anderen Bergbau. Mal gucken, die sind mir hier sogar unterlegen.
Habe ich da mir gerade für Leute reingeholt, die nicht? Naja, egal, passt schon. Dann komm mal her und handeln wir beide mal. Von dir will ich Energie haben. Vielleicht direkt sofort Transfer, hm? Und bei ihm mache ich ja monatlich. Sagen wir mal 2 über 10 Jahre, das wären dann sozusagen 10 Jahre, das sind dann 120 Monate, wäre ich hier bei 240. Doch, da kriege ich sogar mehr raus. Ist ja witzig. Na gut, gut, das geht natürlich dann runter, aber mit der Summe ist es ja dann doch ganz nett. Da lässt sich einiges für auf die Beine stellen. Machen wir mal. Zumal, ja, ich dadurch ja dann auch. Das durfte die Meinung auch positiv beeinflussen. Okay, hier ist auch das Konstruktionsschiff jetzt fertig. Weißt du was? Wenn ich das hier sehe, der ist schon dabei. Dann lasse ich, glaube ich, lieber den hier bauen. So, mach das mal so. Dann lasse ich nämlich den hier. Beweg dich da mal hin, dann baut der den Außenposten. So, der hat das angenommen. Alles klar. Das Ding ist repariert. Naja, würde ich sagen, hier noch anderen Auftrag gegeben. Ein paar Schiffe, ja, da sind schon noch welche. Dann setzt du mal da den Außenposten hin. In der Hoffnung, dass ich dann hier nach Südost ein bisschen blocken kann und auch in der Hoffnung, dass ich die dann hier reinholen kann, also in den Sektor, um da keine Kosten zu haben. So, der ist ein Hisram und macht da Trümmer. Der ist auch, der ist ein Trümmer. Naja, gut, hilft ja nix. Mach. Der braucht Wissenschaftlerfähigkeit 5. Oh je. Na gut. Go, go, go. Naja. Weiter schauen. Jaxlok zum Rivalen. Den haben sie. Naja, gut. Macht ihr da mal eure Rivalen-Sachen. Nicht so wichtig. So, na gut. Hier brauche ich 280, glaube ich, wenn ich den Baumeister da habe und der ist da. Da haben wir es doch schon. Prima. So, wenn der denn da fertig ist, dann sollte ich natürlich die Felder hier voll auch belegen, weil die profitieren ja dann doch einiges davon. Hier ist eine Farm, da ist die zweite. Dann würde ich sagen, ich setze hier einen Bauernhof hin und an der Stelle gibt es Energie. So, halt mal kurz an. Da haben wir hier, ach, das ist glaube ich ein Hissrahmen, genau, ja, steht ja auch dran, muss nur lesen. So, wir haben die Grenzreichweite erforscht. Gut, das ist dann auch alles ein bisschen größer. Was haben wir denn jetzt hier so im Angebot? Naja, toll ist das jetzt aber irgendwie auch nicht. Arktische Welt brauche ich nun echt nicht. Richtig, unser Reich darf das innehalten. Oh Gott, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber der hier ist ja ganz nett, das kann ich wirklich gut brauchen. Passt. So, warte mal, jetzt sind einige durch die 20% hier reinzugekommen. Der, der, der. Okay, wir müssen nur erstmal hier unten noch die Außenposten hinkriegen. Sich zwei zerstören, Korvette, dann wäre ich bei 35. Na gut, das ist ja schon ganz ordentlich. So, dann habe ich dann nach hier aber
Dann ist dann eigentlich auch soweit. Dann müsste ich hier eher den Blocker hinsetzen, um das mal wegzumachen. Die Erde kriegt dann jetzt mal ihn hier. Forschungslabor. Okay. So. Sind soweit. Jetzt denke ich auch erstmal auf die Schnelle nichts. Nahrung kriegt man hier noch mehr, dann machen wir da eher noch mal Energie. Okay. Na gut, dann wollen wir erstmal noch nicht da wegmachen. So, wie sieht's denn aus bei der Wahl? Na gut, das ist safe, würde ich sagen. Ja, Mandat bestätigt. Dann können wir jetzt auch wieder Bergbaustationen setzen. Aber na gut, erstmal sind hier noch Außenposten zu bauen. Noch mal ein bisschen was. Das ist jetzt hier die Rotsplitterlager. Wunderbar. Die haben wir komplett aus Trümmern geholt. Ist gleich fertig. Damit der braucht den Wurmlochstation. Dann kann ich hier eigentlich mit dem Bergbau mir Sachen hier aussuchen. Und nach dem Bergbau folgt natürlich Forschungssachen. Naja, gerade noch ein bisschen Mineral sammeln lassen. Auch mal fertig werden hier mit seinem Teil hier. Dann gibt es erstmal noch für 75 das Solarpanel. So, Moment. Gleich fertig, aber jetzt ist er hier. Na, kann sich schon mal hierher bewegen. So, alles klar. Reich rüber. Das passt. Die passen alle sehr schön. Sind natürlich hier schon noch dabei. Die sollten sich mal beeilen hier. Der ist hier am Sammeln. Ne, der ist schon erforscht, alles klar. Können wir hier auch kolonisieren? Den kann ich hier wunderbar da in die Mitte stecken. Da überschreibe ich keine Forscherfelder. Oh, nur das Minus hier bei der Energie ist natürlich jetzt hier nicht zu knapp. Jetzt Überlastung, hier brauche ich sie nicht. Hier bringt sie mir auch wenig. Na gut, kommen wir hier. Dann machen wir das mal hier. Dann war der dritte Trümmer, okay. Der ist fertig. Gut. Der hat hier geforscht. Tja, sollte ich vielleicht mal hier die Dinger so fertig machen? Naja, das ist eigentlich immer ein guter Sammler für die Anomalien. Den würde ich da jetzt auch nicht unbedingt so. Warte mal, der ist ja hier. Ein Korvette. Na gut, den nehmen wir noch mit. Und danach geht es dann ja nach Redikus. So ein bisschen muss ich natürlich hier in die Richtung auch mal erforschen. Vielleicht findet sich ja da was. Bei meinem Glück vermutlich nicht, aber naja, man weiß es ja nicht. So, ach komm, ich werde erstmal schon hier runterfliegen. Was soll's? Mal gucken. 16. Das ist übel.
Tja, naja, ich glaube, der Station baue, wird das mit der Energie natürlich nicht besser, aber ich habe ja da schon ein bisschen gehandelt. Vielleicht sollte ich mit dem anderen auch mal so einen Handel ausmachen. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ist noch ein Dreier, gut. Immerhin, die haben sich eingekriegt, keine Energieprobleme mehr. So, Abbasus, der hat dann wohl das Panel fertig, ja. Sehr gut. Und der ist ja auch gleich durch. Und denn, jetzt in diesem Moment. Passt und sagt hier, ja, das ist immer noch in Ordnung. Und der ist jetzt da oben. Naja, kann auch so bleiben. Wenn der durch ist, dann geht das schon. So, hier ist nichts. Also kein Feind. Na gut, dann auf geht's hier nach oben. Nach Nordwesten. So, da halt mal kurz an. Was haben wir denn hier? DNA-Mapping. Da haben wir jetzt die Raketen. Gut. Kraftwerk. Naja, alles ganz witzig, aber komm, die Kristallplatten sind einfach zu wichtig. Gucken wir mal hier. Da haben wir den Ozeanwelt aufwerten. Brauche ich eigentlich alles nicht unbedingt. Ozeanwelt irgendwann natürlich schon. Tja, na mal sehen, vielleicht gucke ich hinterher nochmal nach. Nehmen wir sie gerade mal rein. So, aber hier kommt dann jetzt, irgendwo müsste doch einer. Physikforschung, Sozialforschung. Die Pilgrim. Dann nehmen wir den Anführer mal runter. Dann kann er hier so lange rein. So, minus 10. Naja, ach, das geht schon noch eine ganze Weile. Würde ich mal meinen. Bergbaumandat. 3 Stück. Schaue ich mal, was ich so eingeplant habe. Hier ist einer eingeplant. 2, 3. Okay, dann hätte ich es ja dann schon. Alles okay. Und ich denke mal, wenn der hier durch ist, dann sollte das auch mit der Energie schon gleich viel besser sehen. Und ich habe ja einen guten Puffer. So, der Dennis hat hier wieder was gefunden. Ja, dann guck mal nach, was es da so gibt. Hier geht's immer weiter hoch. Sehr gut. Oh, die haben aber Krieg. Damit haben die auch Krieg. Botschaft geht auf. Da hatte ich gehandelt. Mal gucken, ob ich mit denen auch noch handeln kann. Wobei, ja. Das so sehe. Ah, die haben keine Energie. Okay, dann so weiter. So, der ist hier mit Erforschen soweit. Oh, das, oh, jetzt sehe ich ja gerade was. Ich muss ja den Sektor hier kommen. Die sind ja beide sogar durch die wahrscheinlich Grenzerweiterungsgeschichte. Da geht das ja alles schon. Tja, hier komme ich nicht rein. Ist doch hier verbunden. Na gut, okay. Dann mache ich ja noch ein kleines bisschen weiter. Geht schon.
Außenposten. Nimmt minus 4. Sieht das eventuell mit dem Patch geändert? Sieht mir fast so aus. Okay. So ist es dann. Der ist jetzt da durch, ja. Den kann er auch weiter erforschen. Weiß nicht, ob er hier irgendwo weitermache oder in die Richtung. Naja, ich denke, ich werde vielleicht doch lieber hier. Vielleicht finde ich ja hier irgendwelche Systeme, wäre schon gut. Das mit den Außenposten finde ich ja gerade nur richtig übel. Sehe ich da irgendwelche Dinge? Na komm, du erst mal ran hier. Metalltafel haben wir gefunden. Okay, sie enthält Infos, vollständige Erkundungsdaten über das weit entfernte System. Was ist denn das hier, die Ecke dann? Scheint mir fast so, ja. Wenn ich den da plötzlich erkundet habe. Na gut. Tja, aber hier bin ich jetzt am Grübeln. Das muss wohl irgendwie dann auch mit dem Patch gekommen sein, oder? Was habe ich an Außenposten? Das ist hier der eine, der zweite, der dritte. Und hatte ich nicht noch irgendwo einen? Ah, da. 1, 2, 3, 4. Und tja, die zählen jetzt hier leider voll rein. Na, das ist ja wieder ein Käse. Aber ja, es ist nicht zu ändern. Ich brauche die Dinger ja, sonst komme ich hier nicht zurecht. Ach Mann, und ich fürchte, hier werde ich auch irgendwann, naja, auch, weil das nicht gesagt ist, da könnte ja durchaus was Vernünftiges auftauchen. So, das hat aber funktioniert. Ich habe auch keine Verluste erlitten. Wunderbar. Eine Forschung. Forschungsalternativen, das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Mal gucken, was haben wir denn hier so im Angebot? Oder nehme ich erstmal das Physiklabor? Ja, natürlich. Das brauche ich denn da doch mal als vernünftige Basis. Tja, und das hier. Oh Mann, das ärgert mich ja nur schon wieder. Das ist eine üble Änderung. Irgendwie ist es verständlich, aber ach je. Vom Rivalitäten her hier. Mal angenommen, die mögen mich eh nicht hier. Feindlich. Was kriege ich denn da? Wird uns 1,2 Einfluss. Na gut, dann machen wir das doch. 2,4. Hilft ja nix. Aber da muss ich dann natürlich auch gleich mal die Flotte wieder mal ein bisschen aufrüsten. Sonst wird mir das hier zu eng. Der ist Sonnensystem, dann kann er mal reparieren. Dann werde ich mal gleich da noch ein paar reinstellen in die Richtung. Weitere. So, Hissrahmen ist jetzt, dann noch ist es nicht, aber komm, wir sind fertig hier, das kriegen wir doch noch rein. Die sind ja nicht so glücklich. 50%, naja. Sektor, ach komm, ihr kriegt das schon hin, stellt euch nicht so an. Das Konstruktionsschiff. Hatte ich den noch schon gesetzt? Moment. Hätte ich hier schon noch ganz gerne gebaut.
sind immer mehr. Naja, gerade er repariert da und braucht da, glaube ich, auch Mineralien dabei auf. So, jetzt geht's aber. Ach, fürchte nur. Okay, na gut, der ist hier soweit, das ist prima. Haben wir das da an der Stelle auch? Jetzt sieht es auch mit der Energie gleich wieder viel besser aus. Na okay, dann schauen wir mal, wie das denn demnächst weitergeht. Mit die gerade Erkenntnis hier mit den Außenposten, irgendwie ist natürlich ziemlich übel. Aber gut, so ist es dann eben. Ich meine, so wirklich, wie soll ich sagen, nachvollziehbar. Pausiere ich hier gerade nochmal. Nachvollziehbar war es jetzt auch nicht zwingend, dass sie das weggemacht haben. Also ich meine, dass das nichts gekostet hat vorher, war jetzt nicht wirklich unbedingt logisch. Aber naja, gut, andererseits, wo ich denn das Zeug alles herkriegen, dann geht denn jetzt mal hier rein. Der Sektor kriegt gerade mal noch den, damit er ein bisschen mehr Zufriedenheit hat. Und ich hoffe auch, dass der Sektor sich denn da hier einkriegen wird. Nun ja, wir werden es erleben. Dann in der nächsten Folge. Für den Moment wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.